Ich begleite dich. So. Das Schwerste hast du geschafft. Erschreck sie nicht, dann passiert nichts. Was, wenn sie schreit? Schreien ist nicht beißen. Denk einfach dran, dass sie Laute von sich gibt. Ich versuch's. Siehst du? So einfach. Nicht alle schreien. Ja, sie ist lieb. Na gut, Ziege gerettet, Angst überwunden. Jetzt will ich dieses Heiligtum sehen. Gehen wir? Ja, los. Dein Papa wartet auf dich. Sie bewegt sich nicht. Geduld. Sie entscheidet selbst. In deinem Traum kam keine Ziege vor, oder? Nein, aber ab jetzt vielleicht schon. Wer träumt nicht gern von Ziegen? Sie kommt schon selbst zurecht. Ach, da sind wieder die Ziegen. Wir sind zugelaufen. Kletter hoch. Alles klar. Okay, dann geht's wohl hier weiter. Da bin ich mal gespannt, was es mit dem Ritual auf sich hat. Bitte verzeiht die Eile, aber die Zeremonie wird bald beginnen. Soldat. Oh, schon gut. Sorgt dafür, dass es keine Zeremonie gibt. Und Hepp. Besonders vorsichtig. Komm, hoch mit dir. Gut. Na, vielen Dank, Anno. Das war zu erwarten. Was hier für eine Zeremonie wird das sein? Was hat es damit auf sich? Was machen wir mit den letzten Opfergaben? Die bleiben erstmal hier. Wir bringen sie nach der Zeremonie hoch. Vorsicht, die sind hier wohl gerne unter sich. Wie kommen wir durchs Tor? Oh, ich darf sie nicht angreifen. Die verhaften uns, oder schlimmer. Ich habe einen Trick. Dieses Prisma bündelt das Sonnenlicht. Es kann hohes Gras anbrennen. Der Rauch lenkt die Wachen ab. Wow. Dann los. Sag mir, wo die Wache hingehen soll. Nur hohes Gras. Der Sohn weiß es. Ja, das ist es, was zählt. Versuch das. Ich glaube, dass keiner sieht. Sehr gut. Beweg dich, sobald er weg ist. Es hält nicht lange. Verstanden. War wohl doch nichts. Echt heiß, was? Verdammte Uniform. Du kennst den Grafen ja. Er mag's eben förmlich. Naja, nächstes Mal bitte. Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Zeit, etwas Gras zu verbrennen. Das ist schattiger. Und ich könnte Rauch? Wo kommt der her? Viel zu einfach. Kein Grund zur Sorge. Oh oh. Warte. Nein, hier ist nichts. Vergiss es. Sophia, dein Trick würde hier helfen. Fangen wir das Licht ein. Was ist da los? Es funktioniert. Da ist die Tür. Schnell jetzt. Nichts. Schon wieder. Sehr gut. Das Prisma ist magisch. Ja, aber wir sind noch nicht da. Nix hier. Mal sehen, was sich machen lässt. Ja, okay. Nicht mit Material.
Mann, die haben doch genügend. 65 zu 49. Also nee, wir haben noch nur 49 im Baum. Noch ein paar. Und noch ein paar Teile, dann können wir. Oha. Hier lang, schätze ich. Oh, ziemlich hoch. Oh. Wow. Das bleib an der Mauer. Gehen. Los, weiter. Mir wird schwindelig. Ah, nein! Oha. Ach du Schreck. Mir geht's gut. Siehst du? Alles gut. Genug Kunststückchen, Kleiner. Ich will hier weg. Weiter jetzt. Ja, gehen wir weiter. Gleich sind wir da. Wir sind da. Geschafft. Geht es dir gut, Vigo? Tut mir so leid. Das war zu riskant. Mir fühlst geht's du den besser. Weg noch irgendwie zurück? Vielen Dank, Sophia. Kein sein Problem. Wir werden auf den das Weg zurück. Ist bloß mein schlimmster Albtraum. Wir sollten etwas laufen. Auf festem Boden. Gehen. Das Gefängnis ist gesteckt. Oh, all diese Blumen. Die müssen für ihre Zeremonie sein. Und die müssen jetzt wieder verstecken. Soldaten, die Zeremonie. Soldaten, in Deckung, schnell! Augen offen halten! Schwere Rüstung. Anu hat sie ganz schön auf Trab gehalten. Das ist zu viel des Guten für uns. Entdeckt werden ist ohnehin keine Option. Die bringen uns entweder um oder schmeißen uns von der Insel. Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Das brennt schnell. Was ist das für Rauch? Klappt immer. Nachsehen. Dann docken wir die doch zu uns. Oder nicht? Waren da noch mehr von Anus Leuten? Auf dem Hauptweg ist zu viel los. Umgehen wir ihn. Vorsicht. Scheißkerle, vermiesen die wichtigste Zeit des Jahres. Nichts. Und wir hinten rum. Oha. Ganz schön viele Wachen für eine Zeremonie. So sehen die meisten Orte aus, nachdem Anno dort gewesen ist. Er ist weder die Zeit noch das Vertrauen wert. Er war nicht immer so. Mhm. Komm doch hier rüber. Müssen wir Truhen suchen. Kann sie jetzt nicht das Gras entzünden? Sieht uns doch so rot. Sophia! Hast du während deines Besuchs etwas über den Orden erfahren? Nein, nur über den Sohn, die Mutter und den Vater. Vielleicht war das später. Das sieht uns doch so gut. Nicht? Interessant. Sophia, benutzt dein Prisma bitte. Zeit, etwas Gras zu verbrennen. Scheint ihn nicht zu jucken. Was
Was ist das für Rauch? Viel zu einfach. Aber ihn hier. War nur falscher Alarm. Ach du Scheiße. Was zu... Der Mister wurde entdeckt. Oh shit. Wusste ja nicht, dass der hier durchgeht. Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Das brennt schnell. Ich habe auf den dort abzudenken, aber es kommt dann andere her. Eine Rauchwolke? So. Immer. Wenn wir jetzt hier rausgehen, dann werden wir doch von jemandem entdeckt. Was war das? Ja, sag ich doch. Aber wie, wenn wir da nicht? Müssen wir den woanders abdenken. Hier kommen wir gerade raus. Wir schaffen das. Die sind bestimmt von der Zeremonie abgelenkt. Was ist das für eine Zeremonie? Gute Frage. Das sehen wir, wenn wir da sind. Das hilft nicht. Ah. Rauch? Wo kommt der her? So einfach. Jetzt. Ha? Hat sich da gerade was bewegt? Nein, hier ist nichts. Mal nachsehen. Vorsichtig. Hey, der Graf will keine Soldaten im Heiligtum. Gut. Verstanden? Falscher Alarm. Was war das? Da war nix. Nee. Sophia, benutz dein Prisma bitte. Zeit, etwas Gras zu verbrennen. Hä? Wo zur Hölle kommt der Rauch her? Los, es funktioniert. Kein Grund zur Sorge. Sophia, dein Trick würde hier helfen. Das brennt schnell. Hä? Komischer Rauch. Viel zu Seh ich einfach. Mir an. Und was mit dem Soldaten hinter ihm? Jetzt zwei. Nichts zu sehen. Hin. Lass mich ihn erstmal weitergehen. Schon wieder? Geht mal nachsehen. Mit mir beide. So wird es aber nichts. Wehe, das passiert zum dritten Mal. Jetzt geht er rüber. Schon wieder? Und ich bin allein hier. Schon wieder Fehlalarm. Ich hab's gewusst.
Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Zeit, etwas Gras zu verbrennen. Nein, geht doch in die falsche Richtung. Da wollen wir doch hin. Hier versteckt sich jemand. Sagt Bescheid, wenn ihr was seht. Aber wie? Schon unterwegs. Sucht alles ab. Wir haben hier ein paar kleine Spaßvögel. Los, es funktioniert. Klappt immer. Nee, das klappt gar nicht. Das Gegenteil. Achtung, Eindringlinge. Bleibt wachsam. Müssen wir ein bisschen abwarten. Los, es funktioniert. Die waren das, kein Zweifel. Sophia, dein Trick würde hier helfen. Das brennt schnell. Jetzt, bevor die kommen. Da drüben. Nichts. Muss wieder weiter. Ach du Scheiße. Sie sind dahinter, ganz sicher. Wie kommt denn der hier runter lang? Nein, hier ist nichts. Los, es funktioniert. Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Fangen wir das Licht ein. Ach komm, geht doch schon wieder. Viel zu einfach. Hä? Geht dann dorthin. Jetzt haben wir drei Wachen gegen uns. Das kann ja nichts werden. Und die beiden Steine dort oben stehen. Wo ist die eigentlich weggelaufen? Achtung, Eindringlinge, bleibt wachsam! What the fuck? Sophia, dein Trick würde hier helfen. Das brennt schnell. Das waren die, ganz sicher. Eindringlinge, helft mir, sie zu finden! Bin doch schon so weit gekommen. Bleib dort stehen. Okay, er ist blind. Wir wollen durch das Tor hier, oder wie? Oder wollen wir hier rein? Und so nah dran. Okay, hier wollen wir nicht lang.
Ich hoffe, es kennt wieder das Video gehen. Hier ist eine Tür. Wir schaffen es, Freunde. Wir sind gleich da. Ja, wie geht's dir, Hugo? Ein bisschen komisch, aber gut. Ich bin mir sicher, dass im Berg was ist. Ich spüre es auch. Und ich vertraue euch beiden. Kletter hoch. Gut, gut. Ich habe das übersehen. Es ist fast soweit. Versammelt euch bitte. Der Graf und die Gräfin. Wir kommen wohl rechtzeitig. Bestimmt haben wir da was übersehen. Hugo, sieh mal. Ist sie vom Vogel? Musst du wissen. Glaube schon. Es wird ihm eine Ehre sein, wenn du sie trägst. Behalte sie, bis du ihn siehst. Ja, dann gebe ich sie ihm zurück. Vorsicht, es geht runter. Ja. Wir warten noch auf einige Nachzügler. Kommt in der Zwischenzeit ruhig mit. Schleieröle. Nachzügler. Schleieröle ist nicht die Phönix. Was sollen wir jetzt tun? Wir überlegen uns was. Dann können wir aufwerten. Die Armbrust. Am ersten nächsten. Beim nächsten Werkbank. So. Der bewegt sich da nicht weg. Ja. Freunde und Kinder, heute feiern wir den längsten Tag des Jahres. Das Licht der Sommersonnenwende scheint ein weiteres Mal auf uns. Und doch, hier in den kalten Fluren, versteckt vor der Sonne, liegt der Sohn der Glutasche im Schlaf. Es wird Zeit, die Flamme des Phönix. Der Phönix. Mit seiner Asche zu verarbeiten. Das ist ein Vogel. So beweisen wir, dass wir würdig sind, über ihn zu wachen. Als Mutter. Und als Vater. Mhm. Lasst uns beten, bevor wir hineingehen. Kommt. Was passiert hier? Was denkt ihr? Gewagt, aber glaubhaft. Hey, verkleiden wir uns? Das kann ja nur schief gehen. Ihr habt keine Ahnung, was die mit den Kindern machen. Vielleicht. Ich wollte nicht, dass Hugo da ist. Öffnet Herz und Geist, denn nun erzählen wir seine Geschichte. Damit sie nie in Vergessenheit gerät. Was sollen wir machen? Wenn wir dran sind, folgen wir ihnen und tun, was sie sagen. Sie dürfen uns nicht erkennen. Na los! Amicia, sieh mal da oben. Das Symbol des Ordens. Dieser Ort gehört also ihm? Vor langer Zeit Natürlich. Kam in diesem Lande ein Kind zur Welt. Wusste, ob das der Orden die Sonne segnete sein Herz und vererbte ihm die alles beherrschende Flamme. Der Sohn des Feuers ward geboren. Was? Seine Flamme erhellte die Welt. Er segnete sie mit seinem Duft, seinem Lachen,
seiner Freude. Ausgerechnet Lacuna war seine Heimat. Ein lebendiges, friedliches Land. Ein Ort der Heilung, der Entfaltung. Lacuna wurde zur Wiege des Lichts. Doch Licht zieht das Böse an. Und das Böse kennt keine Gnade. Kommt. Ein Kind auf einem Thron, in einem Ordenstempel. Das ist der Sohn der Glutasche. Gut, das wäre so ein Life is Strange 2-Ding. Das Bild. Das ist der Träger der Makula. Dieses Gemälde war zu Hause in Mutters Labor. Knie bitte nieder. Kniest wohl niemandem. Das Böse fand den Sohn in eben jenen Hallen. Es zehrte von seiner Flamme, schwächte sie. Tiefschwarze Narben zeichneten seine Haut. Die Wärme seiner Mutter erlosch. So schwand sein Licht beinahe vollständig. Und aus dem Sohn des Feuers wurde der Sohn der Glutasche. Gott. Dunkle Zeiten brachen an. Er wurde vergessen, doch nicht von uns. Diese Flamme ist der letzte Funken seines Lichts. Unsere Hoffnung. Und nun werden eine Frau und ein Kind sie durch die Nacht tragen. Ihr. Eure Köpfe sind geneigt. Diese Demut ehrt euch. Ihr werdet seine Flamme durch die dunkelste Stunde führen. Nehmt sie. Ihr werdet in seine Fußstapfen treten, die Kälte unter der Haut spüren und in der Finsternis versinken. In der Ungewissheit. Ihr werdet durch die Augen der Mutter sehen, wie der Sohn stirbt. Ich weiß nicht. Ihr werdet Opfer und Zeuge zugleich. Erhaltet diese Fackel unbedingt am Leben. Die Träger wurden auserwählt. Nehmt Platz. Wir müssen mitspielen. Gehen wir rüber. Geht und bringt ihm das Licht. Vieles steht auf dem Spiel. Jetzt. Das ist so unwirklich. So die Fresken, die Seuche. Die denken, dass der tote Sohn sie ausgelöst hat. Sie wissen also nichts von dem Makula? Ich glaube nicht. Sie haben alles nur anders gedeutet. Und den Träger der Makula zu einem Gott gemacht. Amicia, das Wasser wird die Fackel löschen. Ich glaube, das gehört zum Ritual. In Abwesenheit des Lichts ertrinken. Es wird gleich wieder anzünden. Warm. Es war furchtbar. Du hast es geschafft. Ich dachte, ich ertrinke. Ganz ruhig. Jetzt ist alles gut. Nein, ich habe Angst. Geh weiter. Ich bin bei dir. Das Böse gewinnt. Das zum Jahrhunderte vergehen. Unser waren Hungersnot, Krieg und Pest. Er träumt von erneutem Feuer. Mir ist kalt. Ich hab Angst. Es ist bald vorbei. Ihr seid zurück und eure Fackel ist weg. Ihr seid nicht mehr allein. Der Sohn muss seine Mutter wiedersehen. Seine Glut leuchtet im Dunkeln. Ich bin die Mutter, die ihn empfängt. Übergebt sie mir. Gut gemacht. Der Sohn muss wieder aufstehen. Hör mich, Sohn. Ich bin nicht mehr leer, denn deine Flamme lodert in mir. Ich bin die Mutter. Werde zum Phönix. Komm, Sohn des Feuers. Kommt. Blast auf die Flammen. Ach, der Phönix. Es ist der Phönix. Das ist spooky. Es ist wahr, auch wenn der Orden dahinter steckt. Möge die Brise des Lebens seine Flamme entzünden. Hallo, ich bin's. Sophia, kommt. Ich hab da hinten einen Durchgang entdeckt.
Jetzt oder nie? Möge die Brise des Lebens seine Flamme entzünden. Möge die Brise des Lebens seine Flamme entzünden. Mir noch sehr entdeckt. Möge die Brise des Lebens seine Flamme entzünden. Die werden merken, dass wir weg sind. Erstmal nicht, wir sehen alle gleich aus. Alles in Ordnung. Ich habe einen Phönix auf der Tür gesehen, dann den Spalt. Gut gemacht. Sie sind beschäftigt.